Es freut uns sehr, dass wir euch heute ein neues Mitglied der Suzuki Family vorstellen dürfen. Die Melanie Meilinger. Von der alpinen Skirennläuferin hin zur Buckelpistenfahrerin. Die Melanie hat sich für eine Sportart entschieden, die in Österreich vielleicht noch nicht so bekannt ist. Umso erfreulicher ist es aber, dass sie sich in den letzten Jahren bereits in der Szene etablieren und einige Erfolge feiern konnte. Doch das nächste große Ziel ist bereits klar definiert. Olympia 2022 in Peking. Und wir sind stolz drauf, dass wir die Melanie am Weg dorthin begleiten dürfen. Ich bin mit 2,5 Jahren das erste Mal auf die Ski gestanden. Das heißt, ich habe in meiner frühesten Kindheit mit dem Skisport angefangen. Ich war dann alpine Skirennläuferin und habe 2011, 2012 die Herausforderung angenommen und habe in den Buckelpistensport geschnuppert. Umso wichtiger ist es für mich, starke Partner an meiner Seite zu haben. Und ich bin irrsinnig froh, dass ich da so einen starken Partner wie Suzuki gefunden habe, der mich auf meinem Weg zur Olympia 2022 begleitet. Der Buckelpistensport ist eine sehr vielseitige Sportart. Man braucht die unterschiedlichsten Fähigkeiten und genau das widerspiegelt sich in meinem Suzuki-Auto wieder. Es ist super in der Stadt und es bringt mich genauso gut in jedes Gelände. Der Allrad ist für einen Wintersportler enorm wichtig und erleichtert mir meine täglichen Fahrten sehr. Mein großes Ziel ist Olympia 2022 in Peking. Bis dahin werde ich dem Sport alles unterordnen, um das zu erreichen. Extrem praktisch ist für mich der große Laderaum, den was ich habe. Ich kann alles einpacken, was es benötigt, um einen guten Trainingstag zu haben. Egal wie viel Ball, Ski, der Rucksack, gute Jausen darf natürlich nie fehlen. Und das passt alles ohne Probleme in mein Suzuki.